2 Jahren. Danke. Vor mehr als 2 Jahren haben wir mit den Planungen und Überlegungen für dieses 150-jährige Jubiläum begonnen. Heute, jetzt, ist es soweit, bei strahlendem bayerischem weiß-blauen Himmel, eigentlich nur blau, herrlichem Sonnenschein, liegen sie vor uns. Die 17 Tage Ausgelassenheit, Feierfreudigkeit, Geselligkeit, Kommunikation, ein Miteinander von Stadt und Land, von lustigen Leuten auf unserem Rosenheimer Herbst. Wir haben es gewesen 2011. Und seit 150 Jahren kommen da alt und jung zusammen, um miteinander zum Essen, zum Trinken und zum Feiern. Und ja, man sieht an unserer langen Tradition, dass das halt auch sehr erfolgreich ist. Wir haben wirklich ein Volksfest für alle. Und darauf können wir dieses Jahr auch ganz besonders stolz sein. Und genau deswegen, weil es heuer die Jubiläumswesen ist, bin ich ganz narrisch stolz, dass ich das heuer repräsentieren darf. Und ich bin schon gespannt, was für Eindrücke und was für, ja, für Erlebnisse, dass ich da haben werde. Ich freue mich auf die Kindergesichter, ich freue mich aufs Kettenkarussell fahren, auf die gute Brotzeit, auf ein kaltes Bier, auf ein schönes Miteinander. Und drum, liebe Festgäste, ich hoffe, ich bin euch eine gute und eine sympathische Repräsentantin für die Wiesn und ich wünsche uns und mir und vor allem euch und dem Leid eine gute Zeit und ein schönes Herbstfest. Danke. Herr Stadtrat und 2 Bürgermeister, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser wunderbaren Jubiläumswiesn und freue mich, dass Sie alle miteinander die Farbenpracht dieses Umzugs mitgestaltet haben. Ich freue mich vor allen Dingen, dass ich mich an diesem heutigen Tag zum 150-jährigen Jubiläum ganz besonders bedanken kann beim Wirtschaftlichen Verband. In erster Linie beim ersten Vorsitzenden und natürlich beim Festausschussvorsitzenden Hermann Tomczyk. Aber ich möchte auch bei 80-jährigem Jubiläum des Wirtschaftlichen Verbandes an die Vorgänger denken, mit Alfons Döser und Josef Grossmann, die mit dazu beigetragen haben, dass wir heute hier in dieser wunderbaren Atmosphäre eine so herrliche Wiesn feiern. Mein herzlicher Dank gilt allen, die mit helfender Hand dafür Sorge getragen haben, dass alles funktioniert. Auf diese möchte ich die 150. Wiesn für eröffnet erklären. Viel Vergnügen! Ladies and gentlemen, welcome to our tower. Sit down and eat.